Meine Damen und Herren, heute sind Sie wieder beim ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates Bayern und wir haben einen tollen Gast, Professor Achim Wambach vom ZDW, dem Wirtschaftsforschungsinstitut in Mannheim. Und er wird reden über Europas Unternehmen im Wettbewerb mit Internetriesen und Staatskonzernen. Ich wüsste niemanden, der da besser Bescheid weiß über diese Dinge als er, denn er war langjähriger Vorsitzender der Monopolkommission, eine ganz wichtige Einrichtung in Deutschland, die eben Kartellfragen von der ökonomischen und von der rechtlichen Seite und Wettbewerbsfragen analysiert. Vielleicht sollte ich kurz ein paar Worte zu seinem Werdegang machen. Ich kenne Achim Wambach lange, denn er war Assistent in München an unserer Universität, aber vorher war er woanders, hat in Köln Mathematik und Physik studiert und hat dann in Oxford promoviert im Bereich der Physik und hat aber dann noch anschließend, weil er es interessanter fand, den Master in Economics an der London School of Economics gemacht. Das ist also eine der wirklich berühmten Institutionen hier in Europa. Und dann kam er nach München als Assistent von Professor Ray Rees und hat dort gelehrt als Assistent und geforscht. Und außerdem wurde er habilitiert. Und das war der Startschuss für eine großartige Karriere. Die brachte ihn an die Universität Erlangen und anschließend an die Universität Köln, wo er lange Zeit wirkte und dann schließlich zum ZDW nach Mannheim. Das hat ein bisschen mit mir selber zu tun, weil ich selbst emeritiert wurde im Jahr 2016. Dann ist Clemens Fuest, der ehemalige Präsident aus Mannheim, dann nach München gekommen und Achim Wambach hat also seine Position übernommen. Achim Wambach hatte viele Kommissionen mitgemacht, wirtschaftspolitischer Art. Es ist erstaunlich, wie jemand, der von der theoretischen Physik herkommt, dann zum Schluss in der sehr angewandten Wirtschaftspolitik landet. Und er war also Vorsitzender in vielen dieser Kommissionen. Er war auch Vorsitzender des Deutschen Ökonomenverbandes, des Vereins für Sozialpolitik. Das ist noch dieser alte Name von 1873, der also die Ökonomen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz miteinander vereint und jährliche Treffen und Unterausschusssitzungen hat und so weiter. Er hat viel veröffentlicht in Spitzenjournalen der Welt über verschiedenste Gebiete der Industrieökonomie oder der Wettbewerbspolitik, wie man auch sagen kann. Er hat über öffentliche Ausschreibungen, Spiel- und Kontrakttheorie, Versicherungstheorie, Besteuerungsthemen und alles Mögliche geschrieben. Also er ist ein sehr weit ausgewiesener Top-Ökonom. Und heute wird er sein Wissen nun anwenden auf das Thema, das ich schon erwähnt habe. Europa wird bedrängt von den Internetgiganten der Welt. Ja, wir haben selbst wenig anzubieten. Europa ist die Spielwiese, der Marktplatz. Und die kommen einmal aus Amerika und dann kommen sie auch noch aus China. Und China hat ja nun keine reine Marktwirtschaft, sondern eine sozialistische Marktwirtschaft mit ziemlich dirigistischen Elementen. Strahlt das auf uns? Können wir einfach unbesehen sie hier agieren lassen, wie sie wollen? Oder brauchen wir strengere Regeln für den Wettbewerb? Das ist schon wichtig, denn Artikel 3 des Lissabon-Vertrages legt ja fest, dass die Europäische Union auf eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hinwirken muss. Da können wir also nicht alles erlauben, was diese Konzerne gerne so hätten. Gut, es ist ein spannendes Thema. Wir wollen mal hören, was wir dazu lernen können. Achim, bitte leg mit deinem Vortrag los. Ja, grüß Gott aus Mannheim, lieber Sven, herzlichen Dank für die Einladung und die sehr nette Einführung. Ich glaube, als ausgebildeter Physiker, mittlerweile Ökonom, passt das ganz gut, weil wir gehen quasi heute in den Maschinenraum der Wirtschaft. Wie interagieren wir? Was ist eigentlich das Wirtschaftsmodell, mit dem wir arbeiten? Und ist dieses Wirtschaftsmodell noch so zu halten, so wie wir es kennen und so wie wir es auch gewohnt sind?
Ich habe ein paar Folien vorbereitet, die teile ich jetzt mit Ihnen. So, die müssten jetzt zu sehen sein, die Folien. Genau, die Unternehmen im Wettbewerb mit Internet, Riesen und Staatskonzernen, das ist eine spannende Diskussion, die in der Wissenschaft für viel Aufregung gesorgt hat, aber mittlerweile auch in der Politik. Wir haben Gesetzesmaßnahmen in Deutschland, in Europa. Ich hatte gestern mit chinesischen Kollegen eine Konferenz. Auch da sind Planungen gemacht. Und jetzt ganz aktuell ist in den USA das Verfahren gegen Facebook, eine mögliche Zerschlagung von Facebook wird andiskutiert. Also es ist ein Thema, was nicht nur die Wissenschaft beschäftigt, sondern wirklich sozusagen im Politikgeschäft hohe Wellen schlägt. Ich will mal anfangen mit dem europäischen Binnenmarkt. Für mich ist er eine Erfolgsstory. Wir sind das der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum der Welt. 450 Millionen Menschen. Ja, Großbritannien ist draußen. Das tut weh. In dem Bild ist es auch schon draußen. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere vier Freiheiten, die wirklich den Raum auszeichnen. Aber ich will gar nicht so sehr auf die außenwirtschaftlichen Aspekte. Also es gibt ja auch Studien, was dieser Binnenraum, der Handel zu unserem Wohlstand beigetragen hat, sondern ich will wirklich in den Innenraum schauen, wie geht denn das Wirtschaften im europäischen Binnenmarkt und was sind die Regeln, an denen man sich da hält und was ist sozusagen da das Charakteristikum, dass wir doch, wie ich finde, eine sehr erfolgreiche Volkswirtschaft im europäischen Markt sind. Und Hans-Werner Sinn hat es bereits erwähnt, da schaut man halt in die Verträge, ja, wenn man es nicht genau weiß. Und der Vertrag über die Europäische Union sagt in Artikel 3, die Union errichtet einen Binnenmarkt, Punkt 1, und sie arbeitet auf eine im hohen Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hin. Also Ziel ist eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft. Geprägt natürlich durch die deutsche soziale Marktwirtschaft. Die Betonung hier möchte ich auf dieses wettbewerbsfähig legen. Und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht drin, dass die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union umfasst eine Wirtschaftspolitik, die dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist. Also da ist es nochmal die offene Marktwirtschaft und der freie Wettbewerb. Und wenn ich sage, was ist der Maschinenraum, was sind die Regeln im Raum, dann ist es die Marktwirtschaft, die dem freien Wettbewerb verpflichtet ist. Und jetzt nochmal auf den europäischen Binnenmarkt zurückzukommen, da kommen jetzt die Wolken, die sich da aufziehen. Und zwar auf der einen Seite die Internetriesen, auf der anderen Seite die Staatskonzerne. Das ist auch der Titel. Fangen wir mit den Internetriesen an. Ich gehe gleich im Detail drauf ein, aber wir sehen ja diese riesen Internetgiganten auf uns im deutschen Markt tätig sein. Facebook, Apple, Google. Und um mal eine Zahl zu nennen, wir als Monopolkommission untersuchen seit 1978, was ist der Beitrag der 100 größten Unternehmen zur Wertschöpfung in Deutschland? Und der lag mal bei 19% und ist jetzt über die Zeit immer mehr gesunken. Der ist jetzt bei 14-15%. Also die 100 größten Unternehmen liefern 14-15% der Wertschöpfung. In den USA ist dieser Wert, war bei 30, ist auf über 40% gestiegen. Also eine ganz andere Wirtschaftsstruktur mit wenig sehr dominanten Firmen. Und das sehen wir nicht nur jetzt bei diesen vier Großen, sondern auch in anderen Sektoren. Und das ist ein Grund zur Besorgnis, weil wir haben ein Wirtschaftsmodell, das auf kleine und mittlere Unternehmen basiert. Hier kommt ein Wirtschaftsmodell auf uns zu oder ist schon da, das ganz andere Regeln hat. Und der zweite Aspekt ist der Staatskonzerne. Der europäische Binnenmarkt funktioniert auch deswegen so gut, weil wir die Beihilfekontrolle haben. Wir haben extra gesagt, der Staat hat im Wirtschaftsleben eigentlich nichts zu suchen. Die Beihilfekontrolle ist doch immer wieder umstritten und es gibt auch Länder, die gerne noch mehr Beihilfe geben wollen. Mittlerweile auch Deutschland ist da ganz aktiv und ich meine jetzt nicht die Beihilfe in der Krise. Da gibt es ja gute Gründe, Unternehmen zu unterstützen, sondern auch darüber hinaus brauchen wir eine Industriepolitik. Und da hat die europäische Wettbewerbspolitik eigentlich gesagt, Beihilfekontrolle, ja, Beihilfe ist möglich, wenn es gute Gründe dafür gibt, regionale Förderung, Förderung von Forschung und Entwicklung, aber nicht darüber hinaus. Hier werden nicht deutsche Champions gefördert und so weiter. Jetzt sehen wir aber als Wettbewerber die chinesischen Unternehmen kommen, die doch durch den Staat entweder gefördert sind oder Staatsunternehmen sind. Beste Beispiel ist die Fusion von Siemens-Alstom, die untersagt worden ist. Der Wettbewerber ist das chinesische Staatsunternehmen, ein Riesenkonzern, zusammengesetzt aus zwei ehemaligen Staatsunternehmen, die fusioniert haben.
Und hier konkurrieren die nun mit einem Staatsunternehmen, das natürlich ganz andere Möglichkeiten hat als Privatunternehmen. Also das Problem ist nicht, dass es im Staatseigentum ist. Bei uns in Deutschland ja auch die Deutsche Bahn ist im Staatseigentum. Der Staat ist beteiligt an der Telekom und an der Post, sondern dass der Staat hier besondere Subventionen einzelnen Unternehmen gibt. Und auch das ist ein anderes Wirtschaftsmodell. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und darüber beschäftigt sich der Vortrag, will ich die nächsten 20 Minuten, 25 Minuten nutzen, um Sie so ein bisschen Gefühl zu geben, was sind da die Themen, wie wird darauf reagiert, wie geht die Wissenschaft damit um und vor allem, wie geht die Politik damit um und was bedeutet das für uns? Fangen wir mit der Digitalisierung und den Internetriesen an, die vielleicht zwei beobachten vorneweg, die zeigen, dass die Welt doch eine andere geworden ist. Das eine ist eine Studie, hier, die ist von 2017, die Studie, und mittlerweile hat für viel Aufregung gesorgt, mittlerweile in der ganzen Welt kopiert. Die Monopolkommission hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt und die schaut sich an, die Markups. Markups, das ist der Unterschied zwischen Preis und Grenzkosten, würden wir Ökonomen sagen. Also um wie viel ist der Aufschlag beim Preis über die Kosten? Und zwar die Grenzkosten, die Kosten der letzten Einheit. Und das ist ein Maß für die Wettbewerb. Früher hat man immer die Konzentrationsmaß genommen, also wie konzentriert ist eine Industrie? Und da gibt es ein paar technische Probleme mit, aber die werden immer noch untersucht. Aber diese Markups ist eine neue Form, Marktmacht zu untersuchen, nämlich einfach zu fragen, wie groß ist denn der Aufschlag? Was kann denn das Unternehmen im Markt durchsetzen? Und diese Markups sind seit den 1980er Jahren gestiegen, von 20% auf 60-70%. Das sind Zahlen für die USA. In Europa sieht es nicht ganz so aus. Das ist dann nicht so stark gestiegen, aber es ist auch gestiegen. Und da ist jetzt die Frage, woran liegt das denn? Sind die Märkte konzentrierter geworden? Ja, auch das beobachten wir in den USA. Wir haben es ausgerechnet für Deutschland, da sehen wir das noch nicht. Vielleicht liegt es auch, dass die höhere Fixkosten haben, die Unternehmen. Also diese Beobachtung ist noch keine Erklärung. Die Beobachtung ist erstmal nur eine Beobachtung, aber eine, die einen schon ein bisschen nervös macht. Und wir sehen tatsächlich, es gibt diese Artikel zu Superstar-Firms, dass in vielen Industrien doch einige wenige sehr dominante Unternehmen da sind, die dann auch andere Preise durchsetzen können. Auf der rechten Seite der Folie ist ein zweites Bild, das ich zeigen möchte, dass, vielleicht kennen Sie den Spruch, der Ökonom Hicks hat mal gesagt, das Schöne an einem Monopol ist das ruhige Leben. Wenn man mal Monopolist ist, dann muss man sich keine Gedanken machen, ob da Wettbewerber kommen, einem das Geschäft wegnehmen, man ist ja der Monopolist. Und hier sehen wir aber, dass, also das rechte Bild ist ein bisschen klein vermutlich, aber ich lese Ihnen vor, das sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Milliarden US-Dollar. Und das Unternehmen, was am meisten ausgibt 2018, war Amazon. Also ganz oben ist Amazon. Und das zweite Unternehmen ist Alphabet, das ist Google. Also Alphabet ist die Mutterfirma von Google. Und dann kommt erst Volkswagen. Also Volkswagen, da können wir uns vorstellen, viele Ingenieure, die sind tätig, das sind die Forschung und Entwicklungsausgaben. Aber Amazon und Alphabet, die geben noch mehr aus. Also das sind Internetgiganten, die Monopolisten sind, also Google ist Monopolist über der Suchmaschine, das ist ja keine Frage, die aber trotzdem das Gefühl haben, sie müssen innovieren, sie müssen viele Forscher und Ingenieure einstellen, sie müssen am Ball bleiben. Es ist nicht so, dass die sich ausruhen. Übrigens danach kommt Samsung, Intel, Microsoft, Apple und dann kommt erst Roche und Johnson & Johnson. Also die Internetunternehmen sind auch ganz weit vorne dabei, was Forschung und Entwicklung betrifft. Das ist neu. Sonst der Monopolist, wie gesagt, der hatte das ruhige Leben. Hier sind Monopolisten, die sich echt anstrengen. Das digitale Wirtschaftsmodell hat auch eine andere Ökonomie. Und da ist ja schon viel zu gesagt worden. Das eine ist der Input. Würden wir sagen, Produktionsinput sind die Daten. Die Ökonomen kennen, es gibt keine Datenökonomie als Fach, aber es gibt Informationsökonomie. Und hier das Buch Information Rules ist übrigens geschrieben von Hal Varian. Der ist jetzt der Chefökonom von Google. Der war vorher Professor in Berkeley und ist jetzt Chefökonom von Google. Informationen sind das Entscheidende. Und wie sieht eine Wirtschaft aus, in der Informationen das Entscheidende sind? Natürlich sind auch vorher waren schon Informationen wichtig. Jetzt haben wir nochmal eine ganz andere Dimension erreicht. Das zweite Thema sind die Plattformen, dass wir sozusagen die Produktionstechnologie mit ihren Netzwerkeffekten, also ich habe ja eBay als Beispiel, die Käufer gehen gerne zu eBay, weil da viele Verkäufer sind, die Verkäufer gehen gerne dahin, weil da viele Käufer sind oder bei Amazon. Und wenn man mal diese indirekten Netzwerkeffekte hat, führt das natürlich dazu, dass so ein großes Unternehmen auch nicht mehr angreifbar ist, weil man muss ja dann alle Anbieter rüberziehen und es reicht nicht, wenn man nur einen von dem Wettbewerber wegnimmt. Und der dritte Punkt hier auf dem Bild, das sind die digitalen Ökosysteme. Das ist ein Begriff, der nicht so ganz sauber definiert ist, aber meine Definition will ich mit diesem Diagramm hier zeigen. Was zeigt das Diagramm?
Unternehmenszukäufe. Also Facebook hat WhatsApp gekauft für 19 Milliarden, Motorola ist gekauft worden, Skype, Nokia, die sind gekauft worden. So ist das. In der Marktwirtschaft wird auch gekauft und verkauft von Unternehmen oder fusioniert. Für Svet-Perspektive macht einen etwas nervös, wie die Käufer sind. Das waren nämlich Facebook, Google, Microsoft, Microsoft, Google. Also die Großen kaufen auch fleißig ein. Aber für ein digitales Ökosystem möchte ich hier einen Punkt machen, dass die in andere Märkte reingehen. Also Google hat Nest gekauft. Das ist hier der fünfte auf der Liste. Warum kauft eine Suchmaschine ein Heizungsmessgerät? Ja, das ist, das digitale Ökosystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Marktgrenzen verschwinden, dass ein Unternehmen in andere Märkte reingeht, man nie weiß, von wo der Wettbewerb dann neu kommen kann. Übrigens, jetzt ganz aktuell, Facebook hat ja eine Klage in den USA bekommen, mit dem Ziel, dass sie WhatsApp wieder auflösen müssen. Das ist damals von den Wettbewerbsbehörden bewilligt worden, in den USA und in Europa. Also die FTC hatte dem damals zugesagt. Jetzt sagen sie, so eine Art Ex-Post-Kontrolle, ihr müsst wieder verkaufen. Ich bin sehr gespannt, was sich da ergibt. Wie geht man damit um? Und da gibt es eine weltweite Suche nach der Wettbewerbspolitik. Also hier sind Studien aufgezeigt. Links eine Studie für die EU-Kommission, für Frau Vestager, Competition Policy for the Digital Era. In der Mitte eine Kommission vom Wirtschaftsminister eingesetzt, die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, die auch Vorschläge für Europa gemacht hat. Der blaue Bericht Unlocking Digital Competition war in Großbritannien, rechts oben ist Australien, Japan ist unten, links eine Studie für das GBB, für die GBB-Novelle in Deutschland. Und rechts unten, das ist die Studie für den amerikanischen Kongress. Die Amerikaner haben lange, sind die hinterhergelaufen, die Musik ist zwar in Europa und jetzt reagieren sie und sie reagieren sehr scharf. Also die Ankündigung an Facebook ist weit schärfer als das, was wir in Europa gesehen haben. Deswegen ein Blick auf die Konsequenzen und hier möchte ich zwei Konsequenzen gerne beschreiben. Und das eine ist, dass die Kommission eigentlich alle zur Erkenntnis gekommen sind, wir Missbrauchsaufsicht alleine reicht nicht aus. Wir brauchen darüber hinausgehende Regeln für die dominanten Unternehmen. Wir hatten eine ganze Menge von Verfahren gegen diese Unternehmen. Und links habe ich ein paar aufgeführt. Oben das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gehabt gegen HRS und Booking, also Hotelbuchungsplattformen. Also dominante Unternehmen sind nicht nur Google und Facebook. Da gibt es auch noch andere im Markt. Und dass die den Hotels gesagt haben, wenn ihr bei uns buchen wollt, dann dürft ihr aber nicht billiger sein. Bei uns ist der beste Preis. Es gab Untersuchungen gegen CTS Eventim, die verkaufen Tickets und auch gegen Facebook und Amazon. Das Facebook-Verfahren, da war das Bundeskartellamt, waren die ersten und das hat sich die Welt angeschaut. Das Kartellamt hat Facebook vorgeworfen, dass sie zu viele Daten nehmen von ihren Kunden und hat dann auch entschieden, ihr müsst die Daten getrennt halten. Ihr dürft nicht die WhatsApp-Daten mit den Facebook-Daten zusammenführen. Facebook hat geklagt. OLG hat erst Facebook-Recht gegeben. BGH hat Bundeskartellamt-Recht gegeben. Das war alles Vorläufige. Jetzt läuft das Hauptverfahren. Also da ist der Rechtsweg noch nicht zu Ende gegangen. Aber sozusagen zeigen ihre Krallen. Unten die Europäische Kommission, die drei großen Verfahren gegen Google mit immer Milliardenstrafen, dass Google Wettbewerber diskriminiert haben soll. Auch Google klagt dagegen. Diese Verfahren laufen, das ist Missbrauchsaufsicht, aber die dauern. Gegen Google 6 Jahre, gegen Facebook 3 Jahre und jetzt ist noch der Rechtsweg da und das ist eine sehr lange Zeit. Und deswegen gibt es jetzt Regeln und zwar nicht nur in Deutschland, ich komme gleich auf die deutsche Vorschlag, wie man damit umgeht, dass man schneller agieren kann und den Plattformen sagen kann, das dürft ihr nicht. Und nicht erst hinterher sagt, das war falsch, dass ihr es gemacht habt. Und in Deutschland läuft gerade die 10. GWB-Novelle, rechts ist ein Bild mit der Anhörung dazu, die war ganz vor kurzem, am 25. November. Ich war auch als Experte zugeschaltet, oben in dem Monitor, der da ist, da bin ich zu sehen, war einer der Experten bei dieser Anhörung. Herr Mund ist vorne links im Bild, der Präsident des Bundeskartellamts, war natürlich auch als Experte zugeladen. Und Deutschland will einen neuen Paragraphen 19a machen. Und wenn der durchkommt, und das sieht auch so aus, wir sind am Ende des Verfahrens in der GWB-Novelle, dann kann das Kartellamt sagen, du bist ein Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb. Hier auch wieder dieses Marktübergreifende, weil wir über diese Ökosysteme, digitalen Ökosysteme sprechen. Und dann
wenn es gesagt hat, du bist so ein solches Unternehmen, dann kann das Kartellamt dem Unternehmen untersagen, zum Beispiel die eigenen Angebote bevorzugt zu behandeln. Also dem Unternehmen sagen, und ab jetzt darfst du das nicht mehr machen. Also nicht im Nachhinein sagen, das war falsch, dass du es gemacht hast, sondern im Vorhinein sagen, und du darfst das jetzt nicht mehr machen. Und auf der europäischen Ebene warten wir alle gespannt auf den Digital Markets Act. Da sind zwei Instrumente drin oder zwei Aspekte dieses Digital Markets Act. Das eine ist ein neues Wettbewerbsinstrument, das die Kommission Marktuntersuchungen machen kann, konntest du bisher auch. Also sich einen Markt genau anschauen, aber dann auch Abhilfemaßnahmen machen, ohne dass da Missbrauchsvorrecht herrscht, sondern sagt, in dem Markt dürft ihr das und das nicht machen, weil wir sonst Sorge haben, dass der kippt und am Ende nur noch ein Monopolist da ist. Und dann wollen die auch Verhaltensregeln für Plattformen, bei denen heißen die Gatekeeper, und da gibt es eine schwarze Liste, die schon geleakt worden mit Verboten wie Selbstbevorzugung, also ähnlich wie oben beim 19a und exklusive Datennutzung. Da hat die Konsultation schon stattgefunden, der Entwurf sollte eigentlich schon da sein, ist ein paar Mal verschoben worden, jetzt warten wir alle auf den 15. Dezember, da ist ja angekündigt, dass der kommt. Also das eine ist, Plattformen mit dem Missbrauchsrecht angehen, das sehen wir links, aber auch wir brauchen neue Regeln für die Plattformen, dass Ex-ante-Regeln da sind. Und was wir jetzt in den USA sehen, die wollen Ex-Post zerschlagen. Zerschlagungsthemen haben wir auch immer viel diskutiert. Europa ist davor zurückgeschreckt. Die Amerikaner gehen da jetzt einen Schritt weiter. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da rauskommt. Aber ein zweiter Aspekt ist noch wichtig und den möchte ich hier betonen, ist, das eine ist, das sind die dominanten Unternehmen. Das andere ist, es muss aber auch gelingen, dass die KMUs, also die anderen Unternehmen, in der Datenwirtschaft reüssieren können. Und da hat mir in unserer Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, die hat ein Gutachten gemacht, wie sich das Wettbewerb darauf einstellen soll. Und wir hatten drei Vorsitzende, Herr Schallbruch, Frau Schweizer und ich war der dritte Vorsitzende, eine Juristin, ein Volkswirt, ein Informatiker. Und das Bild ist die Übergabe des Gutachtens. Und da haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie wir als Nutzer besser an unsere Daten kommen, vielleicht Datentreuhänder schaffen, dass jemand für uns agiert, natürlich Daten des öffentlichen Sektors bereitstellen, dass mit diesen Daten auch gearbeitet wird. Und ein Aspekt ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Unternehmen müssen besser kooperieren können. Die brauchen Möglichkeiten, Daten auszutauschen. BMW und Daimler, wenn die autonomes Fahren testen, warum sollen die nicht die Daten tauschen? Weil das Erfahrung zählt da in diesem Bereich. Und im Moment haben die Sorge, wenn sie zusammenarbeiten, dass das Kartellamt sagt, oh, das war meine Absprache, die ist verboten. Und deswegen hatten wir vorgeschlagen, und der Paragraph 32c, das ist jetzt unten in der 10. GWB-Novelle, nimmt das auf, dass die Unternehmen zum Kartellamt gehen können und sagen, wir wollen gern zusammenarbeiten, wie seht ihr das? Und sie haben jetzt ein Recht darauf, einen Brief vom Kartellamt zu bekommen. Das Kartellamt hat auch bisher Briefe geschickt, aber sozusagen, wenn es wollte, hat es aber meistens gemacht, jetzt hat es auch ein Recht drauf. Ich glaube, da wird noch ganz wichtig, dass wir es auch in Europa sehen, weil die Kooperationen haben meistens eine europäische Komponente und Brüssel ziert sich da noch was. Und der zweite Aspekt ist, dass Daten im Paragraph 19 jetzt auch als wesentliche Einrichtung gesehen wird. Und dann kann die Wettbewerbsbehörde im Unternehmen sagen, du musst die Daten jemand anders geben, wenn sie, wie es hier steht, objektiv notwendig sind, um auf dem Markt tätig zu sein. Und das ist auch ein neues Konzept. Wesentliche Einrichtungen waren bisher sowas wie eine Gasleitung. Ich musste durch diese eine Gasleitung, ich konnte keine zweite bauen oder nur zu unter sehr, sehr hohen Kosten. Jetzt können auch Daten eine wesentliche Einrichtung sein. In dem Zusammenhang muss man auch das Bestreben sehen, dass wir Gaia X aufbauen in Deutschland, dass wir versuchen, oder dass Deutschland versucht oder Europa versucht, mit einem europäischen Projekt, die Franzosen sind auch da sehr stark engagiert, ein Ökosystem zu schaffen, wo das offen ist, wo Unternehmen offen agieren können. Souveräne Unternehmen, souveräne Nutzer, eventuell unterstützte Staaten, Treuhänder, die dann auf offenen Plattformen agieren. Und nicht, dass die dann alle zur Amazon Cloud gehen oder zur Microsoft Cloud, dass da nicht nur ein Unternehmen tätig ist, sondern offen ist. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, vor der wir stehen, dass wir das in den nächsten Jahren hinbekommen. Das ist die eine Bedrohung für den Wettbewerb. Das ist die Digitalisierung mit den Konsequenzen, den Netzwerkeffekten, den Skaleneffekten der Datenökonomie, den digitalen Ökosystemen, dass man Markt macht, in andere Märkte reindrängt. Der zweite Aspekt ist der Staatskapitalismus aus China, der doch für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und wir in der Monopolkommission haben in diesem Hauptgutachten, das diesen Sommer kam, bis dahin war ich noch Vorsitzender, also ein Thema, was ich stark mitgetrieben habe,
die Herausforderung durch China, Staatskapitalismus als Hauptkapitel uns damit beschäftigt, viele Anhörungen gemacht und uns mit Verbänden, mit Wissenschaftlern, mit der DG Trade, also der Kommission, der Europäischen Kommission, die für den Außenhandel zuständig ist, unterhalten und gefragt, wie gehen wir denn damit um und fehlen uns noch Instrumente, um adäquat zu reagieren, wenn chinesische Unternehmen subventioniert auf den Markt kommen. Herr Altmaier, ihm haben wir das Gutachten übergeben. Da unten sind die Bilder der Kommission, sind etwas klein. Kommission hat 5 Mitglieder und immer ein Juraprofessor, ein VWL-Professor. Und der Juraprofessor hat jetzt den Vorsitz übernommen. Das ist Professor Kühling aus Regensburg. Der ist in dem kleinen Bild rechts neben mir. Also ich bin ganz rechts und da ist Kühling. Und dann haben wir 3 Vertreter aus der Praxis mit dabei. Hier ist auf dem Bild Frau Westerwelle, Frau Knapp und Frau Kollmann. Frau Westerwelle war jetzt 12 Jahre dabei, also sehr lange mit uns gearbeitet. Frau Knapp übernimmt das und auf dem Bild fehlt noch Herr Nöcker. Also das wäre der 5., weil Frau Knapp die Position von Frau Westerwelle einnimmt. Also das ist die Monopolkommission mit einer Geschäftsstelle von 15 Leuten in Bonn und wir haben dieses Gutachten geschrieben und dem Minister übergeben, der sich sichtlich freut. So interpretiere ich mal seinen Gesichtsausdruck über das Gutachten. Es steht natürlich nicht nur was zu China drin, sondern auch über über andere Aspekte und Konzentration in Deutschland und Wettbewerb allgemein. Das Thema China hat ja für sehr viel Aufregung gesorgt. Siemens Alstom habe ich schon erwähnt. Der BDI hat sich dazu positioniert und gesagt, wir müssen mehr aufpassen und sozusagen mehr sensibilisiert gegenüber China vorgehen. Und das war auch ein Auslöser für die Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Vielleicht sollte man einen Schritt zurückgehen und sagen, im Prinzip agieren wir ja sehr gut mit China zusammen von der wirtschaftlichen Perspektive. Also hier ist die Entwicklung des Güterhandels zwischen der EU und China, der steigt, der wächst jetzt auch in der Krise. Die Exporte und Importe aus China, Export nach China, die funktionieren, der chinesische Markt funktioniert, auch der ist eine große Stütze in der Krise. Die Lieferketten waren auch nur kurz aus China unterbrochen. Die Unternehmen hatten mehr Probleme mit europäischen Lieferketten als mit chinesischen Lieferketten. Und vielleicht noch eine Sache, es gibt in den USA eine Studie, die heißt der China-Schock. Da wurde untersucht, wie das eine ist, dass wir aus China günstige Produkte bekommen. Die andere ist aber die Frage, verdrängt das nicht Arbeitsplätze? Und in den USA hat man gesehen, die chinesische Substitution hat Arbeitsplätze verdrängt und die sind nicht adäquat wieder aufgebaut worden. Und deswegen China-Schock in den USA. Es gab dieselbe Studie für Deutschland und da sehen wir das nicht, weil wir auch sehr stark nach China exportieren. Und da sind wir anders als die Amerikaner. Wir importieren nicht nur aus China, sondern unsere Maschinen, unsere Fahrzeuge, auch Chemie- und Pharmaprodukte exportieren wir nach China. Und deswegen gibt es in Deutschland keinen China-Schock. Und wenn man jetzt einfach von so einer Außenhandelsperspektive sagt, dann sagen wir, profitieren sehr stark von China und China wächst nach wie vor sehr stark. Das chinesische Pro-Kopf-Einkommen ist bei 1/4 des OECD-Einkommens. Also das ist 1/4 unseres Pro-Kopf-Einkommen. Die werden sicherlich noch auf die Hälfte des Pro-Kopf-Einkommens kommen, dann ist China doppelt so groß. Und China ist jetzt ungefähr so groß wie der europäische Wirtschaftsraum, dann werden sie doppelt so groß sein. Also wir werden auch weiter wachsen, aber nichtdestotrotz, das ist ein spannender Markt. Allerdings ein Markt, der die Zügel anzieht, die Strategie Made in China 2025 versucht doch mehr Produktion nach China zu verlagern. In 10 Schlüsselindustrien wollen sie die inländische Wertschöpfung erhöhen. Die Unternehmen treten verstärkt als Wettbewerber auf, sodass europäische Unternehmen nervös sind. Zum einen wegen dem Wettbewerbsdruck, da würde man sagen, ja, so ist es aber. Die soziale Marktwirtschaft ist ja unser Wirtschaftsmodell, aber auch mit der Sorge, dass hier Staatsunternehmen in den Markt kommen und sie sich gegen diese Staatsunternehmen nur schwer wehren können. Und wie gesagt, die Industriestrategie war eine mögliche Reaktion darauf. Vielleicht noch ein Bild, die Direktinvestitionen, das sind ja die Unternehmenskäufe der Chinesen in Europa, die sind auch über die Zeit angestiegen, waren zwischendurch sehr hoch, sind jetzt etwas zurückgegangen. Der Bestand, das ist ja quasi die Fläche hier drunter, das sind immer die Käufe pro Jahr und der Bestand, da haben die Europäer wesentlich mehr Investitionen in China als die Chinesen in Europa. Also insofern ist da jetzt auch kein Grund, dass man sagt, wir werden aufgekauft von chinesischen Unternehmen. Nichtsdestotrotz, wir haben alle KUKA im Blickfeld, kaufen die Unternehmen ein, um Technologie zu verlagern. Wie gehen wir mit diesen Aufkäufen um?
Das Ganze in einem politischen Umfeld, was natürlich, ich habe hier geschrieben, Spannungen haben zugenommen, Globalisierung unter Stress, das jetzt nicht unbedingt förderlich ist für die Zusammenarbeit und sich in einem allgemeinen Trend einzeichnet. Also hier sind Daten von dem WTO. Die Globalisierung ist, also hier ist der Weltwarenhandel, die Globalisierung hat, ist stark gewachsen. Und hier ist eingezeichnet sozusagen der Verlauf der Globalisierung, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, doch der Verlauf der Globalisierung bis kurz vor der Finanzkrise, die ist dann eingebrochen und das wäre der Trend gewesen und der hat sich nicht richtig erholt. Wir haben jetzt einen neuen Trend und also einen langsamen Trend und jetzt sind wir in der jetzigen Krise, der Einbruch ist wieder da, die Frage wird sein, wie stark ist der und wie stark ist die Erholung. Und das werden wir sehen, aber sozusagen Globalisierung ist unter mehr Druck gekommen, als sie früher war. Und hier ist das Papier des BDIs, des Partner und systemischer Wettbewerber. Wie gehen wir mit China staatlich gelenkter Volkswirtschaft um, was für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und die Industriestrategie habe ich bereits angesprochen, als eine mögliche Reaktion darauf. Was ist denn die Herausforderung? Warum sagen wir nicht einfach, ja, Wettbewerb, wir haben Wettbewerb mit amerikanischen Unternehmen, mit chinesischen Unternehmen, mit japanischen Unternehmen, wo ist das Problem? Und das Problem liegt schon darin, dass wir hier Unternehmen in den Markt kommen und als Wettbewerber auftreten, die halt sehr durch den Staat gelenkt sind. Also das chinesische Wirtschaftsmodell ist ein sozialistische Marktwirtschaft mit chinesischen Merkmalen, so nennen sie es, also mit staatswirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Elementen in Teilbereichen sehr starker Wettbewerb. Übrigens die Wettbewerbsunternehmen, die privaten Unternehmen, die haben auch viel der Dynamik entsteht in dem Bereich, das sind nicht die Staatsunternehmen. Nichtsdestotrotz, sie haben eine staatliche Wirtschaftsplanung und eine Industriepolitik, die in die Märkte eingreift, die Staatsunternehmen haben an Macht gewonnen in China und Subventionen zur Durchsetzung der Industriepolitik sind auch eine Tagesnorm. Was ist die Bedeutung für die EU? Wir konkurrieren mit Unternehmen, die von dem Staat unterstützt werden. Und das war nicht problematisch, solange China nicht so mächtig war, aber jetzt ist China ein ernstzunehmender Wettbewerber für die Unternehmen oder chinesische Unternehmen. Und insofern ist die Frage, wie gehen wir in unserem Wirtschaftsmodell damit um, dass er nicht auf Staatssubventionen aufgebaut ist, wenn wir jetzt mit solchen Wettbewerbern konkurrieren. Wir haben uns im Rahmen des Gutachtens angeschaut, was haben wir denn bereits für Instrumente, um da zu agieren. Und es gibt ja bereits eine ganze Reihe von Schutzinstrumenten. Es gibt die Anti-Dumping- und Anti-Subventionsinstrumente. Und die werden auch eingesetzt. Also Anti-Dumping, dann wird chinesischen, nicht nur chinesischen Unternehmen, auch amerikanischen Unternehmen vorgeworfen, sie verkaufen hier ihre Produkte zu billig. Und dann gibt es ein Verfahren und dann kann Europa kann dann einen Zoll auflegen und sagen, okay, in der Höhe, die ihr die Produkte hier dumpt, also ist mittlerweile auch im Deutschen als Begriff verwendet, in der Höhe müsst ihr einen Zoll zahlen. Und die haben sich übrigens schon auf China eingestellt, weil die Frage ist, was ist denn der Vergleichspreis? Ja, also wenn die hier ihre Produkte zu billig verkaufen, was wäre denn der Vergleichspreis? Und dann nimmt man bei China die Vergleichspreise nicht unbedingt aus China, weil man sagt, das ist ja keine Marktwirtschaft, sondern zum Beispiel aus Indonesien als Vergleichspreis. Also die haben sich auch schon auf dieses Wirtschaftsmodell in China eingestellt, die Anti-Dumping-Instrumente. Und wir haben Anti-Subventionsinstrumente. Wenn Unternehmen subventioniert werden in China, dann kann man denen auch ein Anti-Subventionsverfahren geben. Das ist im Rahmen der WTO möglich. Und das wurde zu Anfang nicht so stark genutzt, weil es auch relativ schwer ist, diese Subventionen zu identifizieren. Aber mittlerweile wird das auch eingesetzt und da hat auch die Kommission doch einiges an Erfahrung gesammelt. Wir haben ja die Fusionskontrolle. Da kann man auch schauen, ob ein chinesisches Unternehmen vielleicht mehr Marktmacht hat, weil es vom Staat unterstützt wird und damit mehr Finanzkraft hat. Und auch da gab es schon Verfahren, wo darauf geachtet worden ist. Und die Investitionskontrolle, die gibt es ja bereits als neues Instrument, wo darauf geachtet wird, wenn hier investiert wird, gefährdet das die öffentliche Sicherheit. Allerdings schaut die nicht nach Subventionen, sondern die schaut sich die Waren der öffentlichen Sicherheit an. Und deswegen haben wir schon Schutzlücken. Und zwar Schutzlücken insofern, dass man sagt, wir konkurrieren mit Unternehmen, die subventioniert sind und das kann dazu führen, dass diese Unternehmen hier Marktmacht aufbauen. Man könnte ja sagen, die Subventionen aus China sollen wir doch dankbar für sein, ist ja der chinesische Steuerzahler, der die zahlt.
Aber wenn das hier eingesetzt wird, um hier Marktmacht aufzubauen, dann haben wir hier ein Problem. Und wo sind die Schutzlücken? Also wann wirken die Schutzinstrumente nicht, die links erwähnt sind? Das ist, wenn die Produktion in Europa stattfindet. Dann gibt es kein Anti-Dumping oder keine Ausgleichszölle. Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen greifen nicht, dass diese Anti-Dumping-Instrumente sind nur im Warenverkehr tätig. Wenn die Unternehmenskäufe tätigen, haben wir auch kein Instrument. Wenn man subventioniert, ein Unternehmen kauft, dann fließt ja die Subvention eigentlich an den Veräußerer. Da können wir nicht gegen vorgehen. Und bei Beschaffungsvorgängen, also wenn die öffentliche Hand Einkäufe tätigt und dann kommt ein chinesischer Wettbewerber und sagt, ich mache das besonders billig, das war zum Beispiel bei einer Brücke in Osteuropa, der war besonders günstig und da war schon eigentlich die Vermutung, der ist subventioniert da reingegangen, so jetzt ist die Subvention an den polnischen Steuerzahler geflossen, das kann ja vielleicht gut sein, dass wir sagen, ja, soll bitte der chinesische Steuerzahler zahlen, aber wenn wir sagen, das ist aber ein Problem, ein Wettbewerbsproblem, weil wir hier unsere Märkte damit kaputt machen, dann haben wir kein Instrument, um davor gegen vorzugehen. Und das hat nicht nur uns in der Monopolkommission beschäftigt, sondern auch die Bundesregierung, aber auch die EU. Und die EU hat jetzt ein Weißbuch rausgebracht zu Drittstaatssubventionen. Und rechts ist das Bild dieses Weißbuches. Die EU sagt, wir müssen diese Subventionen kontrollieren. Eine allgemeine Überprüfung drittstaatlicher Subventionen von Amts wegen. Aber wir können ja nicht den dritten Staat überprüfen. Wir können ja nicht China überprüfen, sondern was wir überprüfen, sind die Unternehmen, die in Europa tätig sind. Und sie wollen ein weiteres Instrument haben bei Unternehmenserwerbsvorgängen. Also wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen oder ein indisches, das ist also ein Drittstaatsinstrument, ein indisches Unternehmen kommt und hier ein Unternehmen kauft, dann kann die EU-Kommission dann sich anschauen, seid ihr subventioniert und kauft ihr das nur wegen der Subventionen und dann bitte nicht. Wenn es ein normaler Kauf ist, dann schon. Und bei Beschaffungsvorgängen können die auch dagegen vorgehen. In dem EU-Weißbuch steht, glaube ich, an keiner Stelle China. Also es ist ein Drittstaatssubventionen-Weißbuch. So wie es sich gehört, aber anders ist natürlich China. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, unser Gutachten ist zeitgleich zu dem Weißbuch rausgekommen, insofern haben wir uns nicht abgesprochen, aber es ist ganz schön, dass unsere Instrumente doch sehr ähnlich sind. Was ist unser Vorschlag? Unser Vorschlag ist ein Drittlandsbeihilfeninstrument, weil wir sagen, in Europa haben wir die Beihilfekontrolle, aus guten Gründen. Wir wollen den freien Wettbewerb und den unsubventionierten Wettbewerb, die Unternehmen sollen konkurrieren und nicht die Staaten. Deswegen Beihilfekontrolle. Und wenn jetzt Unternehmen im Markt tätig sind, die Beihilfen aus Drittländern bekommen, dann verzerrt das den Wettbewerb und da muss man ansetzen. Deswegen an den Beihilfen aus Drittländern ansetzen, aber an den Unternehmen. Weil wir können ja nicht gegen die Staaten vorgehen, aber für die Unternehmen, die in Europa tätig sind. Wir haben leichte Unterschiede zu dem Weißbuch der EU. Zum einen sagen wir, wir wollen nur ein Instrument, weil das sind doch alles dasselbe Problem. Also bei den Unternehmenserwerbsvorgängen, bei den Beschaffungsvorgängen, das Problem ist doch, dass die Subventionen nutzen, um dann da Unternehmen zu kaufen oder sich bei Beschaffungen zu bewerben. Das Problem ist immer dasselbe. Das ist die Subvention. Deswegen an der Subvention ansetzen und nicht drei Instrumente schaffen, sondern nur ein Instrument. Und der zweite Unterschied ist, dass wir sagen, wir nehmen nicht den Subventionsbegriff aus dem Außenwirtschaftsrecht, sondern wir nehmen den Subventionsbegriff aus dem Beihilferecht. Und ich finde das logisch eigentlich sehr schlüssig, weil der europäische Wettbewerb funktioniert mit der Beihilfekontrolle. Also wir haben das Wettbewerbsrecht und die Beihilfekontrolle, State Aid, Beihilfekontrolle, dass Unternehmen nicht, Länder nicht Unternehmen unterstützen. Und deswegen, wenn wir sagen, die Subventionen von Drittstaaten sind ein Problem, dann ja nur die, die auch bei den Beihilfen ein Problem wären. Es wäre ja okay, wenn die eingesetzt werden zur regionalen Förderung oder zur Förderung von Forschung und Entwicklung. Da darf man auch in Europa Beihilfe tätigen, aber nicht, um Unternehmen selektiv zu unterstützen. Und deswegen sagen wir, setzt an den Beihilfebegriff an. Und das ist das Instrument, was wir vorschlagen. Auch das natürlich im Hinterkopf haben, dass wenn man ein internationales Handelsabkommen hat und das auswärtiges Drittland eine Beihilfekontrolle hat, die bestimmte Kriterien genügt, dass man sagt, ja, bei euren Unternehmen, bei euren Subventionen gilt das nicht, weil ihr habt ja eine Beihilfekontrolle. So ist das zum Beispiel mit Singapur der Fall, dass die auch im Rahmen des Handelsabkommens eine Beihilfekontrolle aufgebaut haben.
Ich komme damit zum Ende des Vortrags. Das Ziel ist, ein weiterhin fairer Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt zu haben. Also es ist der Maschinenraum. Es ist jetzt nicht die Größe des Binnenmarkts, wobei wir sind ja, also der wird sicherlich noch wachsen, der europäische Binnenmarkt. Ich hoffe, mit Großbritannien werden wir auch ein gutes Handelsabkommen hinbekommen. Da sind wir ja auch in den letzten Zügen, gerade wo jetzt die Aufzeichnung hier stattfindet. Aber es geht wirklich um unser Wirtschaftsmodell. Wir haben ein Wirtschaftsmodell, das auf den Prämissen der sozialen Marktwirtschaft beruht, mit Haftung mit Unternehmen, die für ihre Erfolge davon profitieren, die für ihre Misserfolge auch selber haften. Kleine und mittlere Unternehmen mit starker Wettbewerbskontrolle, mit einer Beihilfekontrolle. Und da sind die Digitalunternehmen sind ein Problem, eine Herausforderung, und zwar nicht die Unternehmen per se, sondern auch die digitale Ökonomie, wo sich immer mehr Marktmacht auf ein Unternehmen konzentriert. Da müssen wir es hinbekommen, die zu kontrollieren, aber gleichzeitig auch die Freiräume zu schaffen, dass die anderen Unternehmen, dass unsere Wirtschaften, unsere Unternehmen gut reüssieren können in diesem Markt. Ich bin da sehr optimistisch. Viele Bestrebungen sind gemacht worden. Das Thema steht auch hoch auf der Agenda, dass wir da Schritt für Schritt zu guten Lösungen kommen. Das zweite Thema ist der Wettbewerb mit den Staatsunternehmen, den man einordnen muss in eine politisch brisante Umgebung. Die Sicherheitsfragen sind natürlich da an erster Stelle, aber es sind auch Wettbewerbsfragen. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein solches Drittlandsbeihilfeinstrument oder wie im EU-Weißbuch, also im Weißbuch der EU-Kommission, ein Instrument, das an Subventionen ansetzt, dass das doch auch eine gewisse Erleichterung gibt, dass wir hier einen fairen Wettbewerb hat und man nicht Sorge haben muss, hier werden Unternehmen subventioniert aus China, wir kriegen keine Subventionen, weil was wäre die Folge? Die Folge ist, dass dann auch hier nach Subventionen gerufen wird. Wir sehen das zum Teil in dieser Industriestrategie schon drin, die mittlerweile doch sehr viele vernünftige Aspekte auch beinhaltet. Und die ersten Forderungen, die da waren, europäische Champions, die sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr in diesem Format da enthalten. Also hier ein Drittlandsbeihilfeinstrument, um auch hier in dem Wettbewerb der Systeme unser Wirtschaftsmodell, das der sozialen Marktwirtschaft, auch nicht nur zu verteidigen, sondern wir bauen ja gut darauf, dass das hier weiter sich entwickeln kann. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag über spannende Wettbewerbsfragen. Die Chinesen bedrängen uns, die amerikanischen Internetgiganten bedrängen uns. Wir wissen nicht genau, wie wir da reagieren sollen. Und es ist natürlich einerseits toll, dass man jetzt in der Epidemie alles so leicht kaufen kann. Andererseits die Praktiken da von Amazon, Google und Co., die also ihre eigenen Produkte nach vorne schieben oder das nach vorne schieben, wofür sie dann bezahlt werden, die sind absolut ärgerlich, nicht? Also diese Suchmaschinen sind keine neutralen Suchmaschinen mehr, sondern sie werden missbraucht, um eben den Markt zu erobern und sich zu beteiligen an den Verkaufsprozessen. Also das ist absolut richtig, dass man da was macht. Das leuchtet mir ein. Und was China betrifft, da kann man ja auch Störgefühle haben, wenn man sieht, wie im Jahre 2015, 2016 die Käufe der Unternehmen, der deutscher Unternehmen durch Chinesen so unglaublich in die Höhe geschossen sind. Ich habe das Gefühl, das hatte damals damit zu tun, dass die EZB also die ganzen Papiere aus den Portfolios der Welt zusammengekauft hat, die Staatspapiere, und dann hatten die Anleger unheimlich viel Geld. Was haben sie gemacht? Also Euros hatten sie und sind in Europa shopping gegangen, nicht? Und da haben sie am meisten in Deutschland gefunden. Aber ich möchte mal ein kritisches Thema aufgreifen, das mit dem fairen Wettbewerb. Also da kriege ich immer so ein leichtes Störgefühl, wenn ich das Wort höre, fairer Wettbewerb, denn ich sehe viele Beispiele dafür, wie dieses Wort eigentlich missbraucht wird, um dem Protektionismus das Wort zu reden, nicht? Also kein Protektionist dieser Welt sagt, er will Protektionist sein, nicht? Er bestreitet, dass er Protektionist ist, sondern er sagt, die anderen sind unfair, indem sie mir Wettbewerb machen. Jeder Wettbewerber in einem Wettbewerbssystem behauptet, die anderen brauchen unfaire Mittel und fordert fairen Wettbewerb. Im Grunde fordert er Schutzmaßnahmen.
Und das ist ja nun genau das Gegenteil von dem, was wir in Europa wollen. Wir wollen ja keinen geschützten Wettbewerb, sondern wir wollen einen echten, harten Wettbewerb, wo man sich eben nicht ausruhen kann wie der Monopolist, wie du das eingangs gesagt hast, sondern immer Angst haben muss, dass einem ein Wettbewerb zu nahe kommt und bedrängt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, manches von dem, was in Brüssel getan wird und unter dem Begriff fairer Wettbewerb läuft, ist in Wahrheit der Versuch der Lobbys der existierenden Firmen, den Brüsseler Apparat zu benutzen, um sich zu schützen vor den ausländischen Attacken. Wie würdest du darauf reagieren? Ja, ich finde das ein sehr guter Punkt. Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich es draufschreibe, fairer Wettbewerb, weil ich da deine Einschätzung teile, die das Wort zu sehr missbraucht. Fair ist nicht definiert. Ja, wir wissen, was Wettbewerb ist, und wir können vielleicht auch über Effizienz reden, über Fairness. Das ist ein breites Feld. Ja, ich würde aber hier nochmal die Hintergründe, also wenn ich die politische Dynamik hier sehe, die Unternehmen sind gar nicht so glücklich über diesen Vorschlag der Kommission, weil was die lieber gesehen hätten, wären andere Instrumente wie eigene Subventionen bekommen. Also dass die Unternehmen unterstützt werden, wenn sie im Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen sind. Also diese europäische Champions-Strategie, die wäre in diese Richtung gegangen. Oder Siemens Alstom, die hätten gerne fusioniert, die als Eisenbahnunternehmen, um gegen China konkurrieren zu können. Und da war das Argument, Wettbewerbskontrolle sagte nein. Und sie hätten gerne fusioniert aus Sorge vor dem chinesischen Wettbewerber. Und da sagen wir, und da sagt auch die Kommission, deswegen so interpretiere ich auch das, was die Kommission sagt, Wettbewerbskontrolle an erster Stelle, aber fair, deswegen kontrollieren wir auch die Subventionen, ja, um sozusagen auch diese politische Dynamik damit aufzugreifen. Weil, wie gesagt, die Alternative, wenn man mit einem staatskapitalistischen System konkurriert, wäre zu sagen, dann machen wir es halt selber auch. Wir subventionieren auch unsere Unternehmen. Ich weiß, wir hatten eine Diskussion mit dem Bundeswirtschaftsminister und er sagte, ja, wir müssen auch die deutschen Unternehmen unterstützen. Aber meine Frage, was ist denn ein deutsches Unternehmen? Ist Daimler noch eins, das ja schon auch, ich weiß, 5 oder 10% haben chinesische Anleger? Ja, und warum überhaupt? Ja, haben wir nicht eigentlich eine offene Marktwirtschaft, wo wir ganz froh sind, dass wir auch internationale Finanzgeber haben, die sich hier engagieren, die Wissen reinbringen, die Kapital reinbringen? Und insofern sehe ich im Moment diese Fairness in dieser Diskussion hier eher als Schutzinstrument, um darüber hinausgehende Diskussionen auch zu kanalisieren. Ja, aber grundsätzlich stimme ich dazu, wir müssen aufpassen, der Begriff fair wird zu schnell verwendet und der wird verwendet, um alles Mögliche auch in das Wettbewerbsrecht hineinzubekommen. Da gehen eher die Warnsignale an. Wie beurteilst du denn diese Unternehmensaufkäufe seitens der Chinesen? Gut, die sind wieder zurückgegangen. Du hast ja die Grafik gezeigt, aber 2015, 2016 war das wirklich ganz massiv. Und das hat ja den Bundeswirtschaftsminister Altmaier veranlasst, damals hier nach Instrumenten zu rufen, um das abzublocken. Also man kann einerseits sagen, wir haben den freien Wettbewerb nicht nur für Güter, sondern auch für die Firmen, die sie herstellen. Ja. Und andererseits kann man sagen, aber wenn wir die Chinesen da ranlassen an unsere Firmen, dann ist das Wissen weg. Und da gibt es ja auch ein ökonomisches Argument. Wir haben verschiedene Branchen. Diese Branchen stehen intern im Wettbewerb. Sie tauschen Arbeitskräfte und Wissen damit aus. Sie haben gemeinsam einen hohen Produktionsstandard erarbeitet, weil eben Verfahrensabläufe in den Unternehmen hier in Deutschland sich entwickelt haben. Die sind wirklich Weltklasse. Und so ein chinesischer Wettbewerber, der möchte gerne dieses Wissen haben. Was macht er? Er kauft eine kleine Firma aus der Branche, die dieses Wissen auch hat. Und sobald er sie besitzt, hat er das Wissen der Branche. Und der Verkäufer dieser Firma, der ist natürlich happy, dass er sein Geld kriegt und sagt, das ist Liberalismus und das darf jetzt nicht anders sein. Aber in Wahrheit verkauft er ein Wissen, das nicht ihm alleine gehört, sondern der ganzen Branche gehört. Das ist für meine Begriffe schon ein legitimer Grund dafür, hier den Aufkäufern ein bisschen auf die Finger zu schauen. Wie stehst du dazu? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also ich bin ja in Baden-Württemberg hier und da haben wir eine starke Automobilindustrie und da gibt es schon diese Cluster-Effekte. Die Industrie arbeitet miteinander, untereinander, tauscht Mitarbeiter aus oder Mitarbeiter kündigen beim einen Unternehmen, gehen zum anderen Unternehmen.
Und wenn man jetzt da Bausteine rausnimmt, nimmt man dann vielleicht auch das Wissen mit raus und kann der Cluster so weiterarbeiten. Also da gibt es diese externen Effekte, wo wir dann sagen würden, ja gut, das ist also nicht nur in der Entscheidung des Unternehmers, sondern da ist auch die volkswirtschaftliche Entscheidung sollte eine Rolle spielen. Es gibt Studien dazu. Eine von deinem ehemaligen Haus, das IFO-Institut, hat eine Studie gemacht zu Unternehmenskäufen. Wir haben Studien gemacht vom CDB aus dazu. Und es ist schwer, statistisch robuste Ergebnisse zu bekommen, aber ein Ergebnis ist, dass chinesische Käufer tendenziell zum einen nicht viel mehr zahlen als andere und Unternehmen kaufen, die, wenn dann, eher in einem schwächeren Zustand sind, also wo man froh ist, dass man einen Käufer findet. Das war die IFO-Studie und wir haben Unternehmen gefragt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Und viele dieser Unternehmen haben sich anschließend sehr gut entwickelt, weil die jetzt natürlich durch den chinesischen Käufer ganz anderen Zugang zu dem chinesischen Markt haben. Und das ist ja ein riesiger Markt, der auch für unsere Produkte sehr offen steht und wo unsere Unternehmen sehr gute Geschäfte machen. Also wie gesagt, jetzt aus der Krise kommen wir raus, auch weil wir so viele Geschäfte mit China machen. Und deswegen, also ich sehe es als theoretisches Argument, ich sehe die Empirie noch nicht dafür. Und hier ist natürlich die Gefahr auch sehr groß, dass man sagt, wir machen hier die Grenzen dicht. Ja, also eine protektionistische Maßnahme, wir wollen die Käufe nicht haben. Wir haben jetzt Investment Screening, also wir haben diese Investitionskontrolle, das Bundeswirtschaftsministerium schaut sich an, wenn chinesische Unternehmen sich nur mit einem Prozentsatz an europäischen und an deutschen Unternehmen beteiligen, haben wir hier Sicherheitsthemen, die aufkommen. Und dieser Sicherheitsbegriff ist recht weit gefasst. Also da kann man einige dieser Fälle mit abdecken. Also insofern, ja, potenziell ist das Problem da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das weißt du besser, als damals Japan und die japanischen Autos so groß waren. Da war auch die Sorge sehr groß und was das mit den Technologien bedeutet. Das hat sich dann auch wieder beruhigt. Ja, also wir, die chinesischen Käufe sind zurückgegangen. Hat übrigens auch mit der internen chinesischen Politik zu tun. Also nicht nur EZB-Politik, sondern auch die chinesische Regierung hat, die Staatsunternehmen sind sehr überschuldet und hat da auch sozusagen die Reißleine gezogen, als die Käufe zu massiv wurden im Ausland. Also man muss wachsam sein. Ich sehe noch nicht, dass das massiv übergreift. So würde ich jetzt mal antworten auf diese Frage. Naja, gut. Also der Anlass für Herrn Altmaier damals aktiv zu werden war ja KUKA. KUKA war von chinesischer Seite gekauft worden und KUKA ist hier ein Spin-off von der TU München mit Staatsgeldern quasi, ist die Forschung finanziert worden, ist dann in dieses Unternehmen gegangen und dann haben die privaten Eigentümer das verkauft. Und man dachte dann, na gut, dann machen wir das mit den Chinesen, aber es ist also eine traurige Geschichte geworden. KUKA Deutschland spielt jetzt keine Rolle mehr, nicht? Also soweit ich gehört habe, hat das überhaupt nicht funktioniert, also aus deutscher Sicht, für die Verkäufer schon. Und das ist so ein Beispiel für den Wissenskauf. Und insofern glaube ich auch, dass das Thema Wettbewerb nicht den Güterhandel, den Warenhandel und den Handel mit Firmen gedanklich auf eine Stufe stellen kann. Es sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Also den Handel mit den Kapitalien, mit den Firmen, den könnte man vielleicht ein bisschen restriktiver sehen, zumal ja unsere Außenhandelstheorie sagt, dass beides sowieso ein bisschen substituierbar ist. Letztlich brauchen wir die Arbeitsplätze. Ich habe also gerade auch beim Finanzmarkt, da könnte ich lange dazu erzählen, das Gefühl, dass wir es total übertreiben mit der Freizügigkeit weltweit. Das Kapital geht irgendwo hin, nimmt die Gewinne weg und wenn es brenzlig wird, dann hauen sie wieder ab und der Steuerzahler springt ein. Also die Logik, die wir normalerweise für Wettbewerbsmodelle haben, gilt nicht in gleicher Intensität für die Faktormärkte. Und da müssen wir vielleicht dann nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt nochmal zur EU. Die EU will ja den fairen Wettbewerb und macht das alles unter der Rubrik fairer Wettbewerb. Ja? Aber wenn ich mir anschaue, was die EU so wirklich macht, habe ich große Sorgen. Und da möchte ich mal deine Meinung wissen, was du jetzt zu diesem Green Deal sagst. Der Green Deal hört sich an, schön an. Natürlich wollen wir jetzt den Klimawandel verlangsamen. Ist ja in Ordnung.
Aber wir Ökonomen sagen, muss mit einem gemeinsamen CO2-Preis passieren und die Politik schert sich überhaupt nicht drum. Die Politik macht das ganz anders durch ein System von Geh- und Verboten, die genau eingreifen in die Art, wie technische Produktionen stattfinden müssten. Also quasi die Horrorgeschichte, die wir in unseren Vorlesungen also immer relativ theoretisch beschrieben haben, die wird ja im Moment Realität. Wir haben eine Taxonomieverordnung, wo in Brüssel festgelegt wird für alle Unternehmen und Produktionsgüter und Produktionsprozesse, wie grün die nun sind. Wer weiß denn, was grün ist? Aber Brüssel weiß das. Und damit die Lobbys, die Brüssel bedrängen. Brüssel ist ja eine ganze Lobbymaschine. Wenn man guckt, was da existiert, sind alles die Unternehmenslobbys. Und wer am besten organisiert ist, kriegt das über die Ausschüsse und so weiter hinein in die Verfahrensregeln da, die in dieser Taxonomieverordnung sind. Und dann haben wir eine gelenkte Ökonomie. Mit der Folge, dass also auch der ganze Kapitalmarkt gelenkt wird, weil ja die Unternehmen, die was Grünes machen, auch günstiger ihre Schuldverschreibungen loswerden. Die können es ja billiger verzinsen. Banken, die ihre Papiere kaufen, haben anschließend den Vorteil, dass sie günstiger einreichen können als für Refinanzierungskredite bei der Europäischen Zentralbank. Also kurz gesagt, Frau von der Leyen hat einen grünen Pinsel und malt alles mehr oder weniger grün an. Und Frau Lagarde guckt dann, wie grün nun diese Finanzprodukte sind, die von den Firmen kommen, und setzt höhere oder niedrigere Zinsen fest. Der ganze Kapitalmarkt wird gelenkt und strukturiert durch die Entscheidungen der Politiker, die aber überhaupt gar nicht wissen, was technisch möglich ist. Also der Markt als Entdeckungsverfahren wird ja total ausgehebelt. Da sind die Worte in Brüssel, dass man jetzt Wettbewerb will, und die Taten in eklatantem Widerspruch, finde ich. Was findest du? Also ich will zuerst mal eine Lanze für die EU brechen, weil wir machen ja für die Kommission. Wir machen ja die Gutachten im Energiebereich, im Telekommunikationsbereich, im Bahnbereich, also diese regulierten Sektoren macht die Monopolkommission die Gutachten. Und da kommen eigentlich alle wettbewerblichen Impulse kommen aus Brüssel und nicht aus Deutschland, ja, sondern die kommen aus Brüssel. Und die Wettbewerbskontrolle in Brüssel und die Beihilfekontrolle, das ist schon eine echte Erleichterung. Das sind auch gute Leute, die das sind. Und ich finde, also was wir in Europa für ein Beihilfethema hätten, die Franzosen, das ärgert die vermutlich jedes Mal, wenn die Beihilfekontrolle haben. Und die deutschen Politiker, die ärgert es auch, dass sie da kontrolliert werden und nicht ihre regionalen, Messehallen bauen können und so. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Wo ich in Brüssel deine Meinung teile, ist, also das eine ist, das Parlament in Brüssel ist halt nicht so unter öffentlichem Druck wie das Parlament in Deutschland. Ja, das ist also, da kommen manchmal Vorschläge, die müssen dann im Rat bearbeitet werden. Und das andere ist der European Green Deal. Also ich habe, sagen wir so, auch hier würde ich den schwarzen Peter nicht nur auf Brüssel geben. Das sind auch die Regierungen der Länder, die da stark mitwirken. Und ohne Frankreich und Deutschland läuft auch da nichts. Wir sind leider ja in Deutschland ja auch in diese Richtung gegangen, dass wir sehr viel Einzelfalllösungen haben und nicht den Rahmen aufspannen. Meine Hoffnung ist, das sehen wir jetzt in Deutschland, wir haben jetzt in dem einen Bereich den EU-ETS, den Emissionszertifikatehandel, und in den anderen Sektoren haben wir jetzt CO2-Preise. Das war ja das Klimapaket, was in Deutschland beschlossen worden ist. Und eigentlich ist das ganz vernünftiger Weg, dass man sagt, wir versuchen das entweder über Emissionszertifikate, über Preise zu steuern. Und meine Hoffnung ist, dass wir dahin kommen, dass man sagt, das ist unser Leitinstrument. Und alles, was wir drumherum machen, muss sich daran anpassen. Und dann ist die Frage, behindert das mehr oder hilft es diesem Instrument? Also zum Beispiel haben unsere Förderung der erneuerbaren Energien auch ihren Teil dazu beigetragen, dass das Emissionszertifikate-Handelssystem nicht so gut funktioniert. Weil wir fördern erneuerbare Energien und dann haben halt die, ich sage jetzt nur, weil die so viele Kohlekraftwerke haben, haben die Polen es leichter, Kohlekraftwerke anzuwerfen, weil die Zertifikate billiger sind. Weil wir ja die durch erneuerbaren Energien ersetzt haben. Gut, da hast du ja auch viel zugeschrieben. Aber dass diese Instrumente sich auch konterkarieren, ja, das kriegt man erst dann raus, wenn man sagt, was ist unser Leitinstrument? Und das ist der CO2-Preis. Und ich stimme dir zu, das macht mir auch Sorge, die technischen Einschränkungen. Wir machen
unsere Automobilindustrie, die beschränken mich schon extrem stark. Und da ist, die kriegen die neuen Standards so gut wie gar nicht hin. Wir brauchen da einen guten Übergang in dieser Phase, weil das ist ja auch unser, also nach wie vor unser Hauptprodukt, was wir haben, mit dem wir auf den internationalen Markt reüssieren, ist nach wie vor Automobilbereich, Maschinenbau, Chemie, Pharma. Jetzt reden wir gerade über den Automobilbereich. Also die Sorge ist da. Was wäre die institutionelle Antwort, wenn wir es hinbekommen, sagen wir, der CO2-Preis ist das Leitinstrument. Und alles muss sich daran abklopfen, hilft es dem Leitinstrument oder konterkariert es? Und wenn wir in die Richtung gehen, kriegen wir vielleicht auch die politische Diskussion etwas einfacher geführt. Naja, hilft es oder übertreibt es? Nicht? Es gibt für alles ein Optimum. Etwas, was also CO2-Ausstoß reduziert, ist nicht deswegen gut, weil es CO2-Ausstoß reduziert. Wenn es bereits einen CO2-Preis gibt, beim Mineralöl gibt es den ja, aber massive Steuern drauf. Also wenn man es doppelt moppelt, ist es also manchmal falsch. Man geht in die falsche Richtung, weg vom Optimum. Ne? Ja. Na gut, also das sind tiefe Themen. Wir müssen zum Ende kommen. Ich weiß, dass Herr Wambach weg muss. War ein toller Vortrag. Wir haben mal tiefe Einblicke gekriegt in die Wettbewerbspolitik in Europa. Wir wollen diesen Kontinent dynamisch halten. Und dafür bedarf es sicherlich der Wettbewerbskontrolle. Das ist eben traditionell seit Eucken und anderen ja essentiell für eine Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft funktioniert, wenn sie Wettbewerb hat, aber sie hat einen großen Fehler. Man neigt zur Kartellierung. Ja, die Firmen schließen sich zusammen und beuten die Verbraucher aus, wenn man nicht aufpasst. Also muss der Staat hier wirklich immer eingreifen, um das alles kleinteilig und wettbewerblich zu halten. Und wie das in der Praxis geht, das haben wir heute gehört. Vielen herzlichen Dank, lieber Achim, für den fantastischen Vortrag. Der ist ja dann im Netz auch verfügbar und über die Weihnachtszeit hat man die Gelegenheit, sich das anzuschauen. Damit schließe ich diese Sitzung, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Adventszeit, frohe Weihnachten und viel Glück und Erfolg im nächsten Jahr. Und hoffentlich werden wir jetzt alle ganz schnell geimpft, wenn die ersten Briten jetzt geimpft sind. Vielen Dank.